Leute, eure Eltern wollen doch nur eins von euch, dass ihr sie reich macht. Deine Eltern werden langsam alt. Sie haben nicht mehr die Energie, die du jetzt hast. Wenn du es nicht für dich machen kannst, dann tu es wenigstens für die Menschen, denen du es schuldig bist. Ja, immer mehr 13-Jährige sagen, unter einem Lambo, einem Privatjet und gegrillten Auberginen mache ich es in meinem Leben nicht mehr. Und bei TikTok und Instagram wollen uns immer mehr junge Leute reich machen. Und falls du auch noch ein Jugendlicher bist, dann schreib mir gerne eine Nachricht und ich kann dir gerne erklären, wie ich es damals geschafft habe, mit 13 Jahren so viel Geld zu verdienen. Kuss an dich und follow your dreams. Wir dachten uns eher follow the money und haben uns gefragt, wie funktioniert das eigentlich? Ich kann dir beibringen, wie du 10.000 Euro im Monat machen kannst. Check dafür mein Profil an. An der Stelle ist es einfach vorbei, aber ich glaube, das Wichtigste war ja drin, ne? 10.000 Euro im Monat und es ist einfacher, als ich denke. Leute, lass uns reich werden. Ich weiß noch nicht wie, aber irgendwie werden wir reich. Und dann haben wir uns die ganzen Profile von den Leuten, die uns reich machen wollen, mal genauer angeschaut. In jedem Profil stand das Alter, natürlich immer was sehr Junges. Dann der Hinweis auf Geld, ist klar, denn dann wollen wir nämlich auch welches haben. Und natürlich auch der Hinweis, dass man eine DM schreiben soll, wenn man mehr erfahren möchte. Und genau das haben wir gemacht. Ja, im Grunde haben wir ein paar Minderjährige angeschrieben und sie gefragt, ob wir Geld von ihnen haben können. FBI, open up! Wir haben eine DM geschrieben und den Typen hinter der Masche gefunden. Wie lange beschäftigst du dich schon mit dem Thema? Letztes Jahr, auch jetzt so kurz vor den Sommerferien. Ob uns das wirklich reich gemacht hat und wie dieser kleine Geldtrick funktioniert, das seht ihr in diesem Video. Und übrigens, um die ganzen Leute zu schützen, die sind nämlich alle noch minderjährig, haben wir sie anonymisiert und ihre Stimmen verfremdet. Hi, wir sind offen und ehrlich und wenn ihr jetzt mit Glocke abonniert habt, postet diesmal bitte den Hashtag Moneyboys in die Kommentare. Wir schalten direkt weiter zu unserem besten und einzigen Reporter Daniel, live in sein Konto. Daniel, läuft bei dir, wie ich sehe. Wie läuft's mit dem Reichwerden? Es ist ganz einfach. Immer Gas geben und nie auf die anderen hören. Wie ich das geschafft habe, weil ich immer Gas gegeben habe und nie auf die anderen gehört habe. Okay, mit der Einstellung lande ich dann eventuell auch vorm nächsten Baum oder im Straßengraben. Aini! Was muss ich denn konkret tun? Naja, bevor du Geld verdienst, musst du Geld investieren. Also nimm einmal 65 Euro in die Hand, melde dich bei uns, wer dein Macher. Ist ein bisschen Taschengeld, was dafür drauf geht. Daniel, Taschengeld, das klingt so unsexy. Das sind Macher, ja? Nennen wir es doch einfach Startkapital. Klar. Wenig Startkapital, unter 100 Euro. Wir haben viele Accounts gefunden, die mit dieser Methode werben, aber keiner sagt direkt, wie sie funktioniert. Wenn du diesen Bruttoumsatz und diesen Nettoumsatz bekommen kannst, dann das nur in kürzester Zeit, zeige ich dir, wenn du mir folgst und eine DM schreibst. Man muss die Leute also wirklich anschreiben und das haben wir gemacht. Wir haben angeschrieben, er ist ein 17-jähriger Schüler und er hat richtig, richtig viel Kohle gemacht, also wenn man ihm glaubt. 1.800 Euro fast, ausstehend auf 450 Euro, einfach nur geisteskrank. Und das nur durch einmaliges Investieren. 1.800 Euro hat laut diesem TikTok verdient. Angeblich ist es mittlerweile sogar noch mehr, aber darüber sprechen wir später noch. Okay, aber Daniel, jetzt wollen wir erstmal wissen, wie kommt man denn ran an das Geld? Naja, zuallererst will er erstmal ran an mein Geld. Startkapital, wie gesagt, 65 Euro, aber dafür kriegst du auch ein richtig geiles Paket. Support rund um die Uhr, Teamcalls, Coachings, ein E-Book und angeblich kannst du mit diesem ganzen Paket innerhalb von 2 Wochen 1.000 Euro verdienen. Und jetzt kommt's, der Kurs nennt sich Mastery Magic School oder Marketing Magic School. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil es steht einfach beides in der Beschreibung. Klingt, als hätte sich Simon Desi das ausgedacht. Magic. Ich bin sehr gespannt, wie du da reinkommst. Hast du eine Eule bekommen? Nee, es ist viel magischer. Nennt sich E-Mail. Ah, warte mal. Brauchen wir noch den Harry Potter Schal? Hab ich nicht verstanden. Hier, ich hab dir dein Zauberer-Outfit habe ich dir mitgebracht. Ihr wart ja in der WWW-Winkelgasse unterwegs und habt für 65 Euro das magische E-Book gekauft. Ist die Eule angekommen? Ja, war eine richtige Eumail und Niklas aus meinem Rechercheteam und ich haben diese Eumail auch direkt geöffnet, war ein PDF drin. Und ich sag mal so, wir waren euphorisch. Hier geht's zum Produkt. Genau. Die PDF hat sich geöffnet. Ich lese dir jetzt die spannendsten Stellen aus den ersten 3 Seiten vor. Halt dich fest. Dieses E-Book ist der perfekte Begleiter für angehende Affiliate-Marketeer, die ihr Wissen vertiefen und ihre Fähigkeiten auf ein neues Level bringen möchten. Seite 2. Was das MMS-E-Book besonders macht, ist seine interaktive Natur. Neben theoretischem Wissen finden Sie praktische Übungen und Fallstudien, die Ihnen helfen, das Gelernte sofort anzuwenden und Ihre Fortschritte zu überprüfen. Klingt nach einem sehr natürlichen Text und auch so, als hätte ein Mensch ihn persönlich geschrieben. Ja, ich war mir da nicht so ganz sicher und dachte mir, das klingt auch so ein bisschen nach ChatGPT. Und dann habe ich einfach mal die KI gefragt, ob sie diesen Text geschrieben hat und sie hat geantwortet, jo. Keine Ahnung, hat J.K. Rowling alle ihre Bücher selbst geschrieben?
Ich behaupte stark, ja. Ja gut, war vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber ich meine damit, wenn das jetzt nicht selbst geschrieben ist, ist ja egal. Hauptsache der Inhalt stimmt. So gespannt, was passiert denn auf Seite 3? Wie geht's weiter? Mit unserem umfassenden E-Book und unserem engagierten Support-Team stehen Ihnen alle Werkzeuge zur Verfügung, um Ihre Ziele zu erreichen und Ihre Träume im Online-Business zu verwirklichen. Jetzt habe ich es gespürt. Wie geht's weiter? Ja, da hört's leider auf. Wieder. Wie? Ja, mehr gibt's nicht. Es gibt jetzt hier noch so einen Link und den kannst du jetzt mal anklicken. Klick ihn mal an. Du weißt schon, dass du mir hier einen Zettel... Genau, klick mal bitte auf den Link im E-Book. Genau, genau den gleichen Effekt hatte ich auch, als ich am PC drauf gedrückt habe, nämlich gar keinen. Wäre ein Link gewesen zu einer Online-Community, zu einem Discord-Channel, in dem ich noch mehr Infos hätte bekommen sollen. Das ist das, was du für 65 Euro von deiner komischen Zaubererschule gekriegt hast? Ja. Okay, dann würde ich dir an dieser Stelle den Zauberer-Umhang wieder ausziehen. Findest du doch nicht so magisch? Nee, zieh den bitte wieder aus. Das ist nicht angemessen, dass du den hier trägst. Okay, also nochmal, um das festzuhalten. 65 Euro für das. Ja, also Niklas und ich waren auch ein bisschen enttäuscht. Also ich habe mit einigen gerechnet, aber nicht damit. Also ich habe schon mit, keine Ahnung, für 65 Euro mit einem E-Book mit 100 Seiten plus gerechnet. Also das ist das Mindeste, was ich erwartet habe. Vielleicht sogar ein, zwei Bilder. Ja. Das ist enttäuschend. Ja, würde ich sagen, schreiben wir dem Typen mal, oder dass wir mit dem Produkt nicht so zufrieden sind. Und hat er dir geantwortet? Und vor allem, wie lange hat es gedauert? Tatsächlich nur 2 Minuten. Dann gab es einen neuen Link und dann war ich drin in diesem Channel. Und dann gab es Video-Tutorials und ich würde wirklich sagen, ich war so kurz davor, fucking reich zu werden. Oh, kommen wir jetzt zu einem ganz, ganz wichtigen Thema und zu dem Hauptding vom ganzen Philipp-Marketing, nämlich das Marketing. Wirklich, dieses Wort hat so viel Macht. Und ich sag dir, Robert, diese Tutorials waren absolut... mindblowing. Bleib immer bodenständig, okay? Chillt mir ein bisschen dann immer eure Nuggets, ja? Es gehört nicht immer bodenständig sein, wenn man den Nuggets chillt. Okay. Aber wenn du jetzt alles gelernt hast, Daniel, wie läuft denn nun die Masche? Also ich kann dir mit meinem gesammelten Wissen jetzt sagen, es ist mehr oder weniger wie der Circle of Life oder besser gesagt der Circle of E-Book. Okay, du musst gegen Hyänen kämpfen und lernst Timon und Pumba kennen oder was genau soll mir dieser Vergleich jetzt sagen? Also es ist ein nie endender Circle irgendwie. Du kaufst dieses E-Book, wirst dann dazu aufgefordert, dieses E-Book selber zu verkaufen, weil wenn du das dann verkaufst, dann bekommst du Geld dafür. Und dann müssen die anderen Leute aber ja wieder dieses E-Book verkaufen, um selbst Geld zu verdienen. Du merkst, das ist ein Kreis. Und jetzt drehen wir noch eine Runde, weil so schön wir einfach nochmal mit dabei sein. Nochmal jetzt, hier geht's. Ab, ab, ab. Okay, let's go. Also du meinst, ich soll reich werden damit? Ja, indem du dieses Buch verkaufst. Für 65 Euro. Ist ja das korrekt? Also ich weiß nicht, ob das korrekt ist, aber das sollst du machen, ja. Lassen wir uns doch kurz mal ernsthaft drauf ein, ne? Wie viel würdest du denn bekommen, wenn du das hier an Freunde, Familie, Bekannte oder andere Leute, die du nicht magst, verkaufst? Ich habe es einfach mal getestet und habe das Buch von mir selbst gekauft. Es läuft über einen Link, den ich verteilen könnte an alle, die dieses E-Book kaufen wollen. Und da du es ja einmal von dir selbst abgekauft hast, musst du dann ja auch selbst einen Anteil bekommen haben. Wie groß ist denn der Anteil gewesen? Halt dich fest. Ja. 23 Euro. Oh. Knapp. Ja, ein Drittel, ein gutes Drittel. Jetzt ist nur die Frage, an wen gehen die zwei anderen Drittel? Naja, wahrscheinlich an den Chef der Zauberschule, Dumble, ich meine, der bekommt wahrscheinlich den größten Anteil und dann natürlich noch so ein kleiner Teil wahrscheinlich auch noch an Copecard, also die Seite, auf der du dieses Buch kaufen kannst. Jetzt kommt noch ein großes Problem, Daniel, du bist ja jetzt knapp über 18, aber dieses Programm richtet sich ja eigentlich vor allem auch an minderjährige Zauberschülerinnen und Schüler. Und jetzt meine Frage an dich, was machst du nach der Schule? Schlafen? Daniel, ich würde vorschlagen, wir konfrontieren jetzt mal diesen Zauberschulengründer. Safe. Du selbst bist 17 Jahre alt, oder? Ja, ich bin 17 Jahre alt. Aber das läuft ja alles über Copecard. Muss man dafür nicht 18 Jahre alt sein, um damit überhaupt Geld verdienen zu können? Ja, man muss nicht 18 sein, um Geld verdienen zu können. Man muss 18 sein, um sich abheben lassen zu können. So, als 14-Jähriger werde ich nicht an das Geld kommen. Als 14-Jähriger wirst du nicht ohne die Unterstützung oder ohne das Engagement deiner Eltern das Geld kommen, nein. Ist aber auch total egal, weil er geht es nicht ums Geld, es geht ihm darum, Leuten zu helfen. Es geht nicht um ein E-Book, es geht ums Mindset. Sie sind verzweifelt und ich will Leuten einfach nur mit auf den Weg geben, ey yo, du kannst es schaffen, wenn du willst. Und es ist wirklich eine Sache der Priorität bei jedem Businessmodell. Hast du diese Texte selbst geschrieben? Nee, das, ich sag ganz offen, heutzutage ist das so. Wir haben ChatGPT, wir haben KIs, die das alles machen, ja? Wenn du jetzt einen Kurs gekauft hättest, für 65 Euro. Hättest dann dieses E-Book bekommen, was diese 5 Seiten hat, die 3 anderen PDFs und ab und zu kannst du mit jemandem callen. Wärst du damit zufrieden? Ja, also ich wäre damit zufrieden. Der 24/7 Support ist wirklich
echt. Also ich sitze hier manchmal bis 4 Uhr, 5 Uhr und bin am Warten oder am Sitzen und warte, dass mir jemand schreibt. Wenn ich dann merke, okay, alle sind aufgegangen, keiner im Discord ist mehr wirklich online, dann gehe ich schlafen. Lass uns aber noch einmal kurz zusammenfassen. Die Leute verdienen dann dadurch Geld, dass sie das Buch verkaufen, aber vor allem verdienst du ja auch wieder Geld dadurch, dass andere dein E-Book nochmal weiter spreaden, oder? Genau. Das hast du genau richtig gesehen. Aber du würdest nicht sagen, dass es Schwindel und Betrug ist. Ich würde nicht sagen, dass es Schwindel und Betrug ist. Nein. Aber mal ehrlich, Daniel, das klingt doch alles nach einem krassen Schneeballsystem. Man braucht immer mehr Menschen, damit es funktioniert. Also ne, das ist wie so eine Pyramide. Am obersten Ende steht so der Chef. Und drunter sind dann Leute wie du, die so ein E-Book kaufen. Und dann fällt immer so ein bisschen Geld, Provision an die unteren Leute. Das wäre eine Betrugsmasche, wenn es so wäre. Deswegen würde mich interessieren, was sagt denn selbst dazu? Ist das ein Schneeballsystem seiner Ansicht nach? Definitiv. Es ist ein Schneeballsystem, aber es ist nicht so, wie die Leute sagen, strafrechtlich und alles, ne, Paragraph, also alles und dann. Nein, es kommt darauf an, wie man deinen Kurs wirklich macht. Schneeballsystem in dem Sinne, dass ich wirklich gezielt zu Leuten hingehe und die anschreibe oder Leute kommen zu mir und schreiben mich aufgrund meiner Videos an. Das sind zwei verschiedene andere Sachen. Weil bei dir war es vielleicht auch so, dass Leute zu dir kamen und dich angeschrieben haben. Und von wegen, ja, hey, yo, hast du nicht Interesse und alles drum dran. Aber das, dafür stehe ich überhaupt nicht. Ich meine, das ist ja auch ganz klar, dass er sagt, dass das alles legal ist. Wir wollten es genauer wissen und haben bei den Finanzexperten von Your Money nachgefragt. Das ist ein anderes Funkformat, das sich dem Thema Geld widmet. Und wir dachten, bei denen sind wir an der richtigen Adresse, wenn es um eine Einschätzung geht für dieses System. Das System ist nach einem Schneeball benannt, weil es nur so lange weiterläuft, wie auch neue Leute dazukommen. Der Schneeball sammelt immer mehr Schnee. Tut ihr das nicht mehr, bricht das ganze System zusammen. Mit dem Produkt E-Book versucht man hier, dem Vorwurf des Schneeballsystems zu entgehen. Aber ihr habt ja schon gezeigt, da steht eigentlich gar nichts drin. Also auf gar keinen Fall mitmachen. Aber die wichtigste Frage zum Schluss, Daniel, bleibt immer noch, was ist denn jetzt mit dem Versuch? Wie viel Geld konnte man wirklich verdienen innerhalb von 2 Wochen? Bist du den 1000 Euro denn ein bisschen näher gekommen? Nee, bin ich nicht. Aber hast du denn ein einziges Buch verkauft? Nee, ich habe mich dabei nicht so richtig wohl gefühlt, zu sagen so, hey, 5 Seiten, 65 Euro, das ist der Deal. Also ich glaube ja, der Einzige, der wirklich 1000 Euro in 2 Wochen macht, ist... Wie viel Geld hast du schon damit verdient? So ungefähr? Ich mache das jetzt 2,5 Monaten und habe jetzt, stand jetzt, einen Umsatz von 7.100 Euro. Heißt, ich kann mit der Marketing Magic School wirklich ein paar Bücher verkaufen, rein theoretisch. Aber der am meisten Geld verdient, ist tatsächlich der Gründer und wahrscheinlich auch die Plattform dahinter. Die Verbraucherzentralen sagen, wenn es um schnelles Geld im Internet geht, bei dem ihr angeblich fast nichts machen müsst, dann besser nicht investieren. Vor allem, wenn ihr am Anfang erstmal Geld in das ganze System reinstecken müsst, damit ihr am Ende überhaupt irgendetwas rausbekommt. Was ihr aber auf jeden Fall weiter reinstecken solltet, sind Katzen. Und zwar in diesen Kanal können wir uns schicken an. Offen und ehrlich. Was ist das? Ich habe das Gefühl, du nimmst das hier gar nicht so genau ernst. Und jetzt kommt noch ein Video vom Y-Kollektiv. Die haben versucht, mit Amazon FBA, mit der Simon Desue-Methode, Geld zu verdienen. Und hier noch ein Video von uns. Da haben wir ein Buch mit einer KI erstellt und versucht, damit Geld zu verdienen. Hat auch nicht so gut geklappt.